Joey. Aber was ist mit Umbra? Hat irgendjemand eine Schattengestalt am Tatort gesehen? Aber das ist... Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Du sag mal, was ist das eigentlich für ein Sound? Die schlaue Art zu waschen. Was? Die schlaue Art zu waschen. Das hätte man auch nehmen können, aber das ist... Die schlaue Art zu waschen. Aber das ist... Laborchef Dr. Klink. Aber das ist... Magnesiummangel. Laborchef Dr. Klink. Magnesiummangel, Laborchef. Was ist denn ein Magnesiummangel, Laborchef? Das ist ein Laborchef, der Magnesiummangel aufweist. Wadenkrämpfe und Verspannungen durch... Juhu! Durch zu viel Jubeln. Okay, Juhu! Great. Now let's get back to the game. Das Ergebnis der Untersuchung von den Hedwig Class Tod ergab, dass der Spruch Umbra eingesetzt wurde, um den Mord durchzuführen. Und genau das wollte die Hexe ausnutzen. Wenn der Stab mit diesem magischen Kristall am gleichen Schauplatz gefunden wird, ist dies die perfekte Möglichkeit für die Hexe, das Verbrechen der Angeklagten anzuhängen. Sie soll nun den Tod von Professor Layton und Herrn de Victoire verantworten. Wir sollen glauben, sie ist die echte Hexe. Oh. Das war das Ziel der Hexe. Echten. Es. Es gibt da ein Kapitel in der magischen Chronik. Dort findet sich eine Methode, die Echtheit des magischen Kristalls zu testen. Oh. Verbrennt ihn! Schmeißt ihn in Wasser. Wenn er untergeht, ist er nicht echt. Wenn er wieder auftaucht, ist er eine Hexe. Phoenix sagt gerade es. Oder S. Wie's? Wie sieht dieser Test aus? Oh, er ist simpel. Ein echter magischer Kristall ist ein Mineral mit einer geringeren Dichte als reines Wasser. Echt jetzt? Wirklich? Das heißt, das bedeutet, dass das Ding aufsteigt in Wasser. Und was hab ich gerade gesagt? Es ist ein Milky Way. Nein. Hä? Der schwimmt sogar in Milch und nicht in Wasser. Also in Wasser auch, eben. Aber trotzdem, das ist so... Oh. Das hatten wir nicht dieses Foreshadowing, wir sagen was und dann trifft's ein, zu? Stimmt. Und das genau das ist so ein Moment. Ich hab noch einen Angst zu dir. Hexer, verbrennt ihn! Juhu! Man muss lediglich überprüfen, ob der magische Kristall auf dem Wasser schwimmt. Wasser! Ja. Wasser! Nein! Auch falsch! Warum hat denn das nicht geklappt? Ach so, ja. Wasser! Hä? Jetzt geht gar nichts mehr. So, nochmal. Wasser! Die schlaue Art zu waschen! Entschuldigung. Hat ein bisschen gedauert. Jetzt hab ich nichts gehört. Oh, Wasser, die schlaue Art zu waschen. So? Ich weiß nicht, der wäre eigentlich noch besser gekommen, wenn das nicht so gedauert hätte. Nicht aber gut. Wasser. Die schlaue Art zu waschen. Findest du nicht auch? Mann. Ups. Nein, wirklich nicht. Okay, so. Gibt's auch Steine? Das ist wirklich recht simpel. Wirklich nicht. Gibt's auch Mineralien, die im Wasser oben schwimmen, die keine magischen Kristalle sind? Nicht, dass ich wüsste. Alle nicht magischen Minerale dieser Welt sinken im Wasser. Da hast du deine Antwort. Ausgenommen.
Ausgenommen Siblolid und einige andere spezielle Arten. Also alle. Welches Pokémon man da wohl raus machen kann? Sepiolit, damit kriegt man ein Mega-Sepio. Moment, Mega-Sepa. Von Serpifoy. Ja, genau, genau. Oder so. Sepio, Serpifoy, Sepio Royal. Richtig. Ich hätte auch gern jetzt ein Sepio Royal mit Käse. Und extra Zwiebel. Ohne Senf und Gurke. Ohne Seife und Gurke? Ohne Senf und Gurke. Ah. Also, aber ich finde das geil. Aber also, eigentlich hätte ich gerade viel lieber eine Schreitenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Jo! Da, davon krieg ich nur wieder Wadenkrämpfe und Verspannungen durch. Ja. Durch hätte ich noch wegschneiden müssen. Okay, du bist. Doch die düster glitzernden magischen Kristalle sinken niemals im Wasser. Gerichtsdiener, untersucht diesen magischen Kristall so schnell wie möglich. Ja, ich komm ja schon. Ja, ja. Gerichtsdiener Sören. Gegen den sich jetzt alle verschwören, denn er ist ein Hexer. Eine Hexe. Nicht, dass ich wüsste. Oh. Wer ist denn dann der Hexer? Franks. Was? Was? Und was ich war? Dachte, es wäre Jonathan Franks. Ah, genau, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade so. Dann ist eben Jonathan Franks eine Hexe. Finish him. Der magische Kristall ist eine Fälschung? Ja, sowas habe ich ja noch. Gehört, was ist denn los hier? Es ist alles gut, mein Kind. Du brauchst nicht weinen. Du wirst heute noch eine Hexe brennen sehen. Und jetzt psst. Juhu! Juhu! Wie nennt man das? Fondue. Nein, Fondue ist was anderes. Flammkuchen? Mhm. Flammenkuchen, Flammenkuchen, Pizza, Pizza! Scheibenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Juhu! Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Ja, ja, bei dir dauert alles ein bisschen länger und auch das Vorlesen gerade. Verteidiger? Verteidigers. Er hat Verteidigers gesagt. Wenn eure Theorie zutrifft, dann ist dies die größte okkulte, das größte okkulte Verbrechen der Geschichte. Die größte okkulte Geschichte der Verbrechen. Aber eine andere wichtige Frage ist immer noch offen. Das Gericht bittet euch, diese zu beantworten. Wer ist nun die echte Hexe, die die Talia Magica durch das Portal warf? Naja, das ist doch ganz klar. Laborchef Dr. Klink? In der Tat. Nein, wirklich nicht. Oh. Nicht, dass ich wüsste. Die echte Hexe ist. Da kommt mir nur eine Person in Frage. Offen gedacht ist es ist kaum zu glauben, aber es kann nur sie sein's. Merkst du, ich lese die ...... wirklich als Morse-Code. Juhu! Sobald ich sie öffentlich anklage, gibt es kein Zurück mehr's. In Anbetracht der Konsequenzen sollte ich ihren Namen nennen? Mitten in die Fresse. Vitality. Phoenix. Hexen erhalten in Labyrinthia die Feuerstrafe. Du magst glauben, dass es zu weit geht's. Aber sogar in einer Welt, die dir verrückt erscheinen mag, müssen diejenigen, die ein anderes Leben nehmen, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein universelles Gesetz, glaube ich. No! No! Gebt uns die Pornos wieder. Warum?
Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Den Porno? Oh Mann. Oh. Und es ist weg. Upsa. Moment, ich muss mal was gucken und Ah, okay. Nein, also ich will nochmal an der Stelle ansetzen mit dem, ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Wo war denn? Wo? Kannst du das nochmal raussuchen? Na toll. Wo ist der? Wo hast du ihn hingepackt? Ah, ja. Mach mal. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Aber ich will nicht weg. Sagte der Porno. Darauf dachte sich Patrick. Haha, the fun has been doubled. Okay, weiter. Weiter im Text hier. Moment. Habe ich das schon vorgelesen? Hör auf damit! Womit? Dass du Sounds auswählst. Und jetzt hör auf damit, sonst nehme ich dir die Macht wieder weg. So. Okay, habe ich das nur vorgelesen, wenn du mir die Frage nicht beantwortest? Okay, die Hexe hat Professor Layton in eine goldene Statue verwandelt und das ist noch nicht alles. Sie hat auch den Alchemisten auf dem Gewissen und nun will sie all diese Verbrechen Maya anhängens. Ich kann sie damit nicht durchkommen lassen. Wohlan, Vidian, sofort in den Zeugenstand. Werter Verteidiger, so erläutert doch bitte eure Theorie. Wer ist diese Hexe, die Goldtor benutzt und dann den Stab durch das so entstandene Portal war? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh je, oh je, Mine. Kann eine Person sein. Na, wer soll's, also wenn's nicht Sophie sein kann. Ha. Es kann nur Jean sein. Meinst du? Na, weil wir haben ja gesehen, dass die anderen drei erst hinterher kamen, inklusive Luke. Und Maya sollte eben gerade nicht sein, also bleibt nur. Und vor allem Jean ist der Einzige, der sowieso schon bei dem anderen Fall dabei war. Und wir uns nicht sicher waren, ob es nicht vielleicht doch ein Weiblein ist. Richtig. Könnte ja sowas sein wie, gibt es denn irgend gerade eine Geschichte, die uns einfällt, wo sowas schon mal war? In der Geschichte von Mythen und Mythologien. Eine Frau, die... Oh, Mulan! Stimmt. Wollen wir Jean Erlington präsentieren? Ja, ich wäre dafür. Nimm das! Schimpf doch nicht. Ich hab dich doch. Wenn das Unmögliche ausgeschlossen ist, ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. So unwahrscheinlich diese auch sein mag. Es gibt nur eine logische Möglichkeit. Es muss diese Person sein. Nein, es ist ein Mann. Die testen das dann. Oh, dies ist leider ein Junge. Es kann keine Hexe sein. Oh, Moment. Da haben wir ja was dafür dann. Upsi. Da habe ich zwei in einem gehabt. Tuch. Die Hexe ist's. John Erlington. Erlington? Mir kommt der Name bekannt vor. Moment mal. Das ist doch der Butler, der einst den Herrn, Herrn de Victoire diente, nicht wahr? In der Tat. Einspruch. Pah, was geht hier vor?